Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute werden wir von Bangkok nach Paro fliegen und der Flug, der wird heute wieder sehr, sehr spannend, denn der Anflug auf den Flughafen Paro, der ist nicht ohne, der gilt nämlich als der schwierigste und gefährlichste der Welt. Ja, und ich werde euch heute zeigen, wie man auf dem Flughafen Paro anfliegt und dort landet und ich werde euch auch erklären, wieso der Anflug auf diesen Flughafen so schwierig, wieso der so gefährlich ist. Ja, und die Flugstrecke, die beträgt heute ca. 1000 bis 1100 nautische Meilen. Und den Flug, den werden wir heute mit einem Airbus A319 von der Fluggesellschaft Druk Air Royal Bhutan Airlines absolvieren. Und mit dem Airbus A319 stehen wir hier am Gate Alpha 4 vom Flughafen Bangkok Suvarnabhumi. Und das Flugzeug ist gerade noch im Cold and Dark State und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt mal ins Cockpit vom A319 und legen los mit den Vorbereitungen für den heutigen Flug, dass wir dann schon bald hier das Gate Alpha 4 verlassen können und uns auf den Weg machen können zur Startbahn und dann in Richtung Flughafen Paro. Genau, also dann einmal ab ins Cockpit und los geht's mit den Vorbereitungen. Genau, so erstmal hätten wir gerne ein bisschen Strom an Bord. Dazu schalten wir zuerst mal hier Battery 1 und Battery 2 auf On. Ja, und wir haben ja schon die External Power connected, also würde ich sagen, schalten wir auch gleich die External Power auf On, nehmen also jetzt Strom über die External Power, damit die Batterien hier nicht zu stark belastet werden. So, dann, wenn wir eh schon im Overhead Panel sind, gehen wir gleich hier zum Bereich ADIRS und schalten die drei Schalter alle auf Nav, damit das Flugzeug lokalisiert wird. Und jetzt können wir eigentlich direkt mal die Cockpit Preparation Checklist starten, genau. So, dazu hier bei Checklist einmal die Checklist aktivieren und für die Cockpit Preparation Checklist aktivieren wir auch noch den Co-Piloten und für die nächsten machen wir dann wieder aus. Also einmal los geht's mit der Cockpit Preparation Checklist. Genau, und wir können als nächstes dann mal, würde ich sagen, die Bildschirme anmachen, genau. Also erstmal Primary Flight Display. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Helligkeit. Ich glaube auch ungefähr so ist die Helligkeit eingestellt, wenn man hier das Flugzeug lädt, beziehungsweise einen Flug startet mit dem Flugzeug, dann ist die Helligkeit vom PFD ungefähr, glaube ich, so eingestellt, vom ND auch ungefähr. Gucken wir, ob das ungefähr passt, glaube ich, ungefähr das gleiche. Wir können es ja sonst später immer noch anpassen, wenn uns das zu dunkel ist. So, und vom Terrain und Weather Radar machen wir die Helligkeit mal nicht so hoch. Müssen wir später nochmal gucken, wenn wir es dann anhaben, dass wir es dann halt anpassen, so wie es uns dann gut passt. So, dann einmal das Upper Ecom anschalten. So, das ist ein bisschen zu hell. So ist gut. Kann man hier so im rechten Winkel ungefähr sehen. So stelle ich immer die Helligkeit ungefähr ein beim Upper und Lower Ecom. Ja, und wie ihr seht, haben wir aktuell 2,4 Tonnen an Kerosin an Bord. Das entspricht 13% Tankfüllung und ist auf jeden Fall nicht genug für den 1000 nautische Meilen langen Flug heute. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr Kerosin und zwar werden wir heute ca. 10 bis 11 Tonnen Kerosin mitnehmen. Und das werden wir jetzt als nächstes mal tanken. Genau, dazu müssen wir hier im MCDU2 beim Co-Pilotensitz auf Load Fuel gehen. Das Loadsheet habe ich im Voraus wieder erstellt mit dem Airbus X Fuel Planner. Das laden wir mal kurz hier rein. Und da seht ihr, werden wir heute 96 Passagiere, so ist es, 96 Passagiere an Bord haben. In den A319 passen hier maximal, glaube ich, 124 rein. Also ist er fast voll ausgebucht, circa 30 Sitzplätze sind heute noch frei. 2,4 Tonnen Cargo werden wir heute mitnehmen, das ist halt das Gepäck von den Fluggästen. Und genau für die Flugstrecke und das Gewicht benötigen wir heute circa 10 Tonnen an Kerosin, ganz genau zu sein sind es 10,22 Tonnen an Kerosin. Genau, das laden wir jetzt alles direkt mal ein. Und dann können wir jetzt als nächstes direkt mal GSX anfordern, also das Catering und das Boarding und so weiter, bevor wir jetzt weitermachen mit der Eingabe vom Flugplan. Genau, also lasst uns einmal Steuerung F12 drücken. Genau. Und wir fordern direkt mal den Catering Service an und öffnen dann gleich mal die passenden Türen. So, Request Catering Service. Und jetzt können wir hier sogar am Flughafen den Handling Operator auswählen. Haben wir die Wahl zwischen Cathay Pacific Airways und Thai Airways International. Thai Airways International würde jetzt GSX auswählen. Dann nehmen wir das auch. Ups. War ich nicht schnell genug? Gut, ich hätte eh Thai Airways International genommen. Gut, also wenn man hier anscheinend nicht schnell genug das dann auswählt, ist auch das erste Mal, dass ich nach sowas gefragt wurde, dann genau wählt GSX hier das aus, was es selber auch ausgewählt hätte. Genau, das hätte ich jetzt auch eh ausgewählt, von daher ist ja egal. Dann einmal die ganzen Türen öffnen. Wir müssen noch die After Left öffnen und die Cargo Doors, also Front Cargo und die After Cargo. So, genau. Damit auch alles dann eingeladen werden kann, sehen wir hier auch auf der Ecom Door Page, dass die Türen jetzt auf sind. Können wir nochmal außen gucken. Genau, da kommen die Fahrzeuge hier angefahren. Vorne kommen halt wieder Container rein, hinten die Koffer so. Und drei Anhänger mit Koffern werden wir heute hier einladen. Beziehungsweise so viele Koffer, wie hier in drei Anhänger reinpassen und drei Container. Genau, und hier sind die Fluggastbrücken angedockt. Schon etwas größere Fluggastbrücken, genau. Schon so mit größerem Geländer und alles. So,
Dann lasst uns mal weitermachen und zwar jetzt als nächstes mit der Eingabe vom Flugplan. Da müssen wir gleich meinen Tower kontaktieren, wo wir heute rausgehen werden hier, wo wir hier starten sollen. Wir fliegen heute übrigens bei schönem Wetter, also heute mal wieder nicht bei realem Wetter, sondern heute mal bei der Voreinstellung schönem Wetter. So, dann lasst uns mal loslegen mit der Eingabe vom Flugplan. Wir gehen also auf Init, erstmal allein IRS. Ich habe heute wieder im Voraus mit dem Company Route Editor die Flugroute eingegeben. So können wir die heute ganz schnell hier reinladen, also ohne Unterbrechung. Und das machen wir jetzt auch direkt mal. Und zwar müssen wir da erstmal den ECAO-Code vom Flughafen Bangkok Suvarnabhumi eingeben. Der lautet Victor Tango Bravo Sierra. Und dann vom Flughafen von Paro, der lautet Victor Quebec Papa Romeo. Und dann noch die 01 hinten dran. Und einmal rein hier ins Feld Company Route, genau, please wait. Da wird alles reingeladen und wir müssen jetzt noch die Flight Number eingeben. Da haben wir heute die Nummer Delta Romeo Kilo für Druk Air, Royal Bhutan Airlines und die Nummer 121. Und der Cost Index, der ist heute 45, genau, wie immer bei uns. Und Cruising Altitude, lass uns ruhig mal hoch hinausgehen auf Flight Level 370 oder 80. Nochmal 70. 370, genau. So, auf der anderen Seite können wir noch gerade das Block Fuel eingeben, sind 10,2. Oh, Front Right Door habe ich ganz vergessen, stimmt, fürs Catering. Machen wir das mal schnell. Front Right und die After Right muss auch offen geöffnet werden. Ah, ne, die haben wir schon. Ah, die habe ich schon. Ne, habe ich die schon geöffnet gehabt? Ne, die hatte ich auch noch zu, genau. So, genau, hier sind wir soweit fertig. Key Input kann wieder off. Und wir müssen jetzt mal die Departure Runway eingeben. Und dazu müssen wir jetzt erstmal uns beim Tower melden und fragen, wo es denn heute für uns rausgeht. Genau. Welche Startbahn denn heute unsere Startbahn ist. Und da können wir hier schon mal ein bisschen noch das MCP konfigurieren. Die One Right ist es, okay. Speed aus dem Bordcomputer und Höhe 37.000 Fuß, genau. So, sieht auf jeden Fall nach einer guten Strecke aus zu rollen. Nach so vielen Taxiways hier. So, One Right. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir eine passende SID finden. Und eine Star werden wir heute nicht haben in Paro. Da werden wir jetzt gleich nur lediglich die Runway auswählen, auf der wir landen werden, und zwar die 15. So, soweit so gut. Das reicht erstmal hier. Und ich glaube, die One Right ist dann die da unten. Das heißt, es geht bis nach da unten, werden wir heute rollen. Also hier zurück. Das heißt dann später die Nase nach links und das Tail nach rechts. Und dann hier irgendwie so entlang, einmal bis nach da unten, genau. Ich glaube, als wir vor einiger Zeit mit einem A380 mal von Frankfurt hierher geflogen sind nach Bangkok, da sind wir, glaube ich, da drüben gelandet, auf der One Left, glaube ich, war das. So, genau. Als nächstes können wir dann jetzt genau uns mal um die SID kümmern. Also, Departure ist die One Right. Zero One Right, haben wir 4000 Meter Startbahnlänge. Wir werden heute auch wieder mit Manual Flex starten. Und jetzt habe ich ganz vergessen, nach dem ersten Wegpunkt zu gucken. Der lautet Bravo Kilo Kilo für Bangkok wahrscheinlich, genau. Und ich glaube, da haben wir keine passende SID. Da müssen wir gleich mal gucken, wie die hier aussehen. Also nochmal das auswählen. Departure, Zero One Right. So, dann gucken wir mal. Also, zoomen wir mal raus. Also, wir können jetzt gar keine SID wählen. Dann würden wir so abfliegen. Bei der würden wir da in die Richtung fliegen. Ah, guck mal, es gibt auch Transitions. Dann haben wir jetzt keinen passenden. Das wäre ein bisschen ein sehr großer Umweg. Die gehen alle ziemlich weit raus. Ne, das wäre auch nix. Das auch nicht. Sonst haben wir keine mehr, oder wie? Das sind alle. Oder wisst ihr was? Oder wollen wir einfach gar keine nehmen und dann fliegen wir nur dieses mit diesem. Da stand ja irgendwas von 1505 oder so und dann fliegen wir einfach so ab. Wir haben ja auch keine passende Transition. Und so müssten wir erstmal hier rechts abfliegen, dann wieder nach links. Oder wir fliegen sowas, dass wir erstmal. Guck mal, wie weit geht das runter? Ja, das ist um den Flughafen dann rumrum, drumrum. Das ist, glaube ich, noch das Beste von allen. Weil da geht es so ganz weit hoch und dann wieder zurück. Dann lass uns doch das mit der Rechtskurve fliegen. Das war. Das nicht. Hier. 41 Charlie, dann nehmen wir doch das. Genau, einmal Insert. Und genau, dann machen wir noch schnell das mit dem Zielflughafen. Arrival, Runway 15
Und Insert. Da müssen wir später noch ein bisschen was mit VOR und noch ein paar Wegpunkte eingeben. Beziehungsweise einen Wegpunkt und einen VOR müssen wir später noch in der Luft eingeben. Das machen wir aber dann, wenn ich euch auch erkläre, wie wir dann genau da landen werden, wie genau es mit dem Anflug funktioniert auf den Flughafen Paro. Genau, so, dann gehen wir wieder ganz nach oben. Ah, ich gehe gerade runter. Was mache ich denn? Ah, Top of Descent und Discontinuity können wir gerade bei der Gelegenheit löschen. So. Einmal wieder ganz hoch, genau, und jetzt ein paar Türen schließen, und zwar die von den Catering-Fahrzeugen, und wir können jetzt das Boarding anfordern. Request Boarding, genau. Die warten jetzt noch kurz, bis das Catering weg ist, und wir sind auch fertig mit der Eingabe vom Flugplan. Altitude ist auch schon eingegeben, und dann sind wir eigentlich jetzt schon, ja, wären wir eigentlich jetzt schon bereit für den Pushback, müssen jetzt aber noch warten, bis halt das Boarding hier geschehen ist und das Gepäck an Bord ist. Können wir kurz mal die Zeit ein bisschen, die Simulationsrate ein bisschen höher einstellen, damit wir da nicht so lange jetzt warten müssen. So, die haben jetzt hier angedockt, die Fahrzeuge zum Gepäck verladen, genau. Passenger Bus habe ich jetzt, glaube ich, deaktiviert. Oh, da sind noch zwei Flugzeuge im Anflug. Eine muss durchstarten bestimmt, weil die sind so nah beieinander. Eine 777-200 und der A330 muss dann wahrscheinlich durchstarten. Gucken, welche Airline das ist. So, da kommen die Gepäckfahrzeuge. Wobei, die wird wahrscheinlich schon da vorne abrollen. Keine Ahnung, ob wir es noch sehen können. So, da kommt sie runter. Und der A330 wird gleich wieder in Höhe gewinnen. Und da geht er hoch hinaus, genau. Wobei, die wird sich ja gleich beim Boden melden. Vielleicht hören wir auch dann, welche Airline das ist. So. Gut, es sind heute nur drei Container, nicht wie letztes Mal bei der 777-5. Geht also ein bisschen flotter. Dann das Ganze einmal überladen. Hier mit den Koffern geht natürlich ein bisschen schneller als mit den Containern. Die müssen erst nochmal gedreht werden und alles. So, wo ist sie denn? Ah, die ist so weit hinten. Ah, eine Air France ist es, genau. So, passt da gerade so hier in die Ladeluke rein. Und das Gepäck hinten ist schon eingeladen. Können wir vielleicht jetzt sogar schon die Klappe schließen. Beziehungsweise können wir sogar wirklich machen, glaube ich. Machen wir einfach mal. Die Aftercargo geht zu. Ging heute recht flott mit den Vorbereitungen, finde ich, weil das haben wir. Hat auch gut geklappt jetzt mit dem Eingaben da ins MCDU. Das ging ja auch recht schnell, weil ja der Flugplan habe ich ja schon eingegeben gehabt. Mussten wir nur laden und dann mit der SID und so weiter. Das ging ja auch recht flott. Und wir konnten ja auch gar keine Star jetzt auswählen, weil wir ja gar keine Star in Paro haben. Ist ja schon ein etwas besonderer Flughafen, auch wegen der Lage halt und alles. Und ja, der Anflug ist echt wirklich nicht ohne. Bisschen habe ich geübt. Ich weiß nicht, wie viele Landungen ich gemacht habe. 15 Landungen oder so. Und hoffen wir mal, dass wir heute eine schöne Landung da haben werden, weil die ist echt nicht ohne. Das ist wirklich, wie gesagt, also von Experten wird es, glaube ich, wirklich als der gefährlichste und schwierigste Flughafen der Welt bezeichnet. Stand so, glaube ich, auf der Seite von Aerosoft. Und der ist wirklich auch echt nicht ohne anzufliegen. Und ich glaube auch wirklich, dass es wirklich vom Anflug her, dass der Anflug bei diesem Flughafen wirklich so der gefährlichste und schwierigste der Welt ist. Und ihr werdet ja dann sehen, wieso. Und ich werde es euch auch eigentlich in der Luft dann so, ja, schon erklären dann. Genau, da werde ich dann alles ganz genau euch erzählen. Ein bisschen was über den Flughafen und halt, wie das Anflugverfahren dort verläuft. So, dann Front and Left Door können geschlossen werden. Und dann geht schon los mit der B4 Start Checklist. Genau, ging heute recht flott mit den Vorbereitungen. Genau, kommen wir heute recht schnell raus. Können dann schon gleich mit dem Pushback weitermachen. Okay, perfekt, wunderbar. Na, Co-Pilot aus. So. So, die APU brauchen wir jetzt, um Strom gleich beim Pushback zu haben. Also erstmal Master und Start. Und APU Bleed nicht vergessen, weil wenn das nicht an wäre, würden, glaube ich, die Triebwerke nicht hochfahren. Wieso genau, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Grund, wieso zum Beispiel die Triebwerke nicht hochfahren können, wenn man halt dann zwar Ignition Start und den Master Switch nach vorne auf On umstellt und die Triebwerke trotzdem nicht hochfahren, müsst ihr mal gucken, ob ihr APU Bleed anhabt. APU Bleed anhabt, weil das kann zum Beispiel ein Grund sein, wieso die Triebwerke nicht hochfahren, glaube ich. Zumindest erinnere ich mich daran, dass ich es irgendwann mal hatte, dass ich APU Bleed nicht anhatte und deswegen die Triebwerke nicht hochgefahren sind. Und als ich dann APU Bleed angemacht habe, schwuppdiwupp, sind sie auf einmal angesprungen. So, das dauert immer so ein bisschen, bis die hochgefahren ist, aber ist ja gleich geschafft, genau. Und wir haben jetzt Strom über die APU, APU Generator. 400 Hertz, 115 Volt. So, was war das jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. Ah, External Power. So, Cabin Signs war es jetzt, glaube ich, ne?
Cabin Science. Auto. Parking Brake ist set. Ich mach gerade mal hier Terrain on ND an. Beacon auf on. Irgendwie ist der Co-Pilot, die Co-Pilotin gerade, hört sich ein bisschen leiser an irgendwie. Ich hoffe, ihr versteht sie. So. Weil ich glaube, wir können das vielleicht sogar. Kann ich hier noch viel lauter einstellen? Options, Sound, Volume. Der Primary. Nee. Pilot Monitoring, genau, können wir das noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich das für 0 gestellt. Ja, wie stelle ich das auf. Wie stelle ich das höher ein? Ah, muss ich das hier eingeben? So, genau, machen wir mal 100%, weil die war irgendwie gerade ein bisschen leise. Wir können ja auch hier Pilot Flying, können wir eigentlich auch auf 100% machen. Gut, hoffen wir mal. Ich hoffe mal, dass ihr die Co-Pilotin verstanden habt und jetzt auch versteht. Weiterhin.